Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir machen im nächsten Szenario weiter. Und das ist diesmal Leben und Arbeit. Es ist schwer. Okay, das wissen wir schon mal jetzt. Jeder Bauunternehmer träumt von einem eigenständigen Wolkenkratzer, in dem die Menschen leben und arbeiten. In Fachkreisen Mischgebäude genannt. Es gibt jedoch einen Grund dafür, dass sie eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Die Balance zwischen den Bedürfnissen von Büromitarbeitern und Bewohnern aufrechtzuerhalten, ist extrem kompliziert. Dennoch wünscht sich die Stadt ein solches Gebäude. Und sie erhalten eine Sondergenehmigung für den Bau. Mal sehen, ob sie Erfolg haben, wo andere versagt haben. Das werden wir auch sehen. Bisher klappt das ja, kommen wir, oh, relativ gut dran. Und wir haben einmal bescheidener Erfolg. Erreichen sie mindestens 100 Büroangestellte? Zurzeit haben wir 0. Erreichen Sie mindestens 50 Apartmentbewohner? Wir haben zurzeit 0. Ja, okay, das ist super. Wachsende Bedeutung. Das heißt 200 Büroangestellte und 100 Apartmentbewohner. Und extrem heißt 300 Büroangestellte und 175. Das heißt, Sie müssen eigentlich nur ein Büro-Apartment-Gebäude bauen. Das hatten wir schon mal so ähnlich gebaut, zumindest. Wir haben ein bisschen Wasser, wir haben ein bisschen Telefon, wir haben ein bisschen Strom. Okay, wir haben aber auch erstmal eine Treppe, die wir hochbauen können. Und nochmal. Ui, ui. Breites Gebäude. Hohes Gebäude. Ja, sehr hohes Gebäude. Das ist super. Oh, so hoch kommen wir noch mehr. 50 Gebäude können wir hochbauen. Die werden wir aber auf jeden Fall brauchen. Ich baue ein bisschen in die Breite. Und in die Höhe. Plus, wenn man hier eine Treppe hin macht. Und jetzt genau mal gucken, wo. Wir haben nur einen Mitarbeiter. Was hat denn? Wir bauen noch Leitungen. So, das kommt als erstes. Müssen wir gucken, wo wir die ganzen Sachen hinbauen. Hier vorne werden. Also, wir können alles bauen. Hier vorne werden die Ressalien kommen. Ganz unten, nee, ganz unten kommen die Läden rein. Dann in der nächsten Etage Essen und dann wird geteilt. So in der Mitte wird dann wirklich, also hier, wo die jetzt die Treppe ist, wird geteilt. Dürfte theoretisch genau die Mitte sein. Gucken wir mal. Ja, könnte die Mitte sein, ungefähr. Da die Bewohner ein bisschen mehr Platz brauchen, könnte es passen. So, wir tun hier unser erstes Frisalien-Ding. Hinsteuern. So, wir brauchen da Strom. Okay, jetzt kannst du mal da bitte nicht vorspulen, natürlich. Ein Mitarbeiter. Wir haben wirklich nur einen Mitarbeiter. Was ist das? Nee, da ist der zweite. Okay, jetzt baut mal schön aus. Wir können vielleicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wann ich einen Kaffee bauen kann. Aber. Können wir mal gucken. Kaffee ist erst ab 1 Stern. Okay, einen Stern kriegen wir bei 20 Belegschaft. Alles klar. Ich muss natürlich aufpassen. Die kleinen Bewohner sind jetzt nicht so gerade die Motzepeter. Das finde ich auch gut. Also eher die, die was teurer sind. Ich bin mal gespannt, wie viel Miese machen. 250. Oh, wir werden ein bisschen was oder gut an Miese machen. Wir können Leitung aber schon mal verlegen. Das können wir noch machen. Und zwar Strom und Telefon. Da wir halt in dieser Etage erstmal Bürokräfte einfließen lassen. Zumindest für den Anfang. Habe ich genau gebaut. Ich kann wirklich genau bauen. Was ist denn hier los? So. Wir lassen einziehen. Ja. Die wollen aber Kopierservice. Beide wollen Kopierservice. Da macht man kurz hier eine Vergrößerung. Und dann, ja, tun wir erstmal die Versicherungsleute. Das wird knapp. Wasser, wieso habe ich Wasser? Wasser kann ich erstmal schon mal nochmal rauslöschen. Wasser brauche ich noch nicht. Baut mal ein bisschen schneller, bitte.
So, ich kann zumindest mal die Finanzleute einziehen lassen. Das wird, glaube ich, schon mit dem Strom relativ knapp. Aber wir sparen ja schon mal 250. Wir können aber auch direkt mal Deal machen. Machen Sie 1000 Einnahmen pro Tag, einfache Büros. Sie sollen 16 Büros machen. Ich darf drei Aufträge auf einmal nehmen. Wir machen Studiopartner so dazu. Damit haben wir 7000. Ich hole mir den nächsten Stromkasten auch schon mal. Wow! Vorsicht! Die sind ein bisschen anders gestaffelt vom Preis her. Habe ich gerade gemerkt. So. Das heißt, dann müssen die mal bauen. Finanzleute haben wir keine mehr. Ja, wir bauen aber in der Zeit ein bisschen weiter aus. So. Vier. Nochmal vier. Ich glaube, es passt nicht ganz mal so. Die Leitung müssen wir natürlich auch legen. Leitung will ich legen, nicht abreißen. Und das Telefonleitung, bitte. So. Dann ein Café kann ich immer noch nicht. Ich kann natürlich erstmal hier einen Kopierservice und Kurierservice wollten die haben. Kommt erstmal natürlich rein. Weil es gibt in jedem Gebäude bei mir einen Kellerumbau. Der wird jetzt auch natürlich kommen. So. Anwälte erstmal einziehen lassen. So, jetzt müssen sie auch ein bisschen bauen. Größer Anwalt Schlemmer. Strom. Da sind wir bei 12. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen an Miese machen. Aber das ist ja dann erstmal noch egal. Ja, wir machen gerade mal 79 Miete pro Tag. Das ist ja echt unglaublich. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so viel machen. Aber sie müssen noch ein bisschen schneller bauen, damit ich das auch schaffen könnte. Ich gehe davon aus, dass wir noch 400 Miese machen pro Tag. Nur noch 400, das ist gut. Und vor allem, wir haben den ersten Rang erreicht. So, dafür brauche ich aber Wasser, ne? Oh, ihr braucht kein Wasser, dann nehme ich dich. Das ist ja mal wunderschön. Wir haben hier ein Restaurant, wir haben einen Schlemmer, die machen in diesem Fall auf jeden Fall, glaube ich, noch Gewinn. Und sind noch nicht am Motzen. Ich würde gerne, dass sie. Und wir haben aber leider keinen Strom da noch nicht hingelegt. So, jetzt haben wir Strom eingelegt. Okay, sie müssen sich ein bisschen beeilen, sonst habe ich wirklich gleich am Schluss kein Geld mehr. Und das ist nicht gut. Das wäre ein Start, wie er auf schwer eigentlich gedacht ist. Ich brauche noch zwei Buchhalter sowie vier Kreativbüros. Aber wir können Tapete verteilen. So. Immerhin ein bisschen Tapete. Ja, erst du erstmal und dann einfach genau direkt weiterarbeiten. So gefällt mir das. So muss es laufen. Was können wir jetzt noch bauen? Ach so, die Sachen. Jetzt vergisst er das da. Egal. So kann ich mindestens die Leitung liegen, ne? Jawohl. Ich kann natürlich auch hier erstmal in der Etage ein bisschen an Büros bauen eigentlich, aber das will ich noch nicht. Irgendwann werden die auch rausziehen müssen. So, du ziehst ein und du ziehst ein. Strom sieht bei 14. Ist ja genau passend, ne? So, dann du. Ah, Shop für Bürobedarf. Den muss ich natürlich auch jetzt hier hinsetzen noch. Ah, kommt Leute, baut einen Tick schneller. Bitte, bitte. Ich habe doch richtig gebaut gehabt. Deswegen kommt das wieder weg. Was willst du da jetzt bauen? Das ist nix. Hör auf damit. Mann. Baut er da irgendwo in der. Die Luft wollte er umbauen. Aber der Vorteil ist, ich kann hier ziemlich groß bauen. So, einmal da noch hin. Wir können eine einziehen lassen. Das heißt, wir müssen sowieso am nächsten Tag suchen. Und mit den 1000. Jawohl, wir machen Gewinn pro Tag. Das ist doch mal ein schöner Anfang. Wenn ich das hier reinbauen kann, das nächste Kreativbüro. Aber schon den nächsten
Oder das nächste Ziel erreicht. Ja, ich glaube hier vorne, dann kommt hier hinten ein Büro hin und vorne halt die Wohngebäude. Ist halt dann so aufgestaffelt. Außerdem muss ich wieso irgendwann die Aufzüge bauen. Die kosten 75 diesmal. Treppen sind dann deutlich günstiger. Ein Kreativbüro einziehen, bitte. Und dann würde ich mal sagen, sind wir, was Strom angeht und Telefon angeht, zumindest was Strom angeht, schon mal sehr gut bedient. Aber wir hätten schon mal das zweite Ziel erreicht. Und 3, 2, genau, sehr. Ich wollte eigentlich runterzählen, aber egal. So, wir haben hier ein wenig Abwechslung. Ja, machen wir mal. Haben wir schon erreicht. Okay, dann fahren wir mal hier nach vorne. Wie? Wir haben. Passt es doch nicht mit dem Strom. Okay, jetzt passt es doch nicht mit dem Strom. Nicht so schlimm. Wir bauen einfach noch einen Strom. Okay, es kostet mich zwar jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen was. So. Die Leute haben was zu arbeiten. Wieso bist du verärgert? Du bist einfach nur verärgert. Also wenn ich hier seine Miete erniedrige, ist er wieder fröhlich. Okay, hier wollte ich ja Läden reinbauen. Hier ganz vorne kommt ein Aufzug rein. Muss aber genau gucken, wie ich das hier staffel. Hey! Netzer. Weil hier kommen jetzt Bewohner rein. Das heißt, ich brauche Wasser. Strom, Wasser und alles, was dazugehört. Aber am Anfang fange ich ja wirklich noch mit Treppen an. Die benutzen sie dann auch zumindest gern. Treppen. Wie liegen die Wohnungen? So. Eine, zwei. So hier. Zwei. Drei. Wo waren wir jetzt bei drei? Eins, zwei. Ungefähr hier. Das heißt, da wo die Leiter ist. So ungefähr kommen die Treppen. Dann gucken wir mal, ob das passt. Haben wir mit drei. Eins, zwei, drei. Okay, kommt da die Treppe ganz nach vorne. Weil da irgendwann der Aufzug ja geplant ist. So. Jetzt müssen die Leute halt nur noch bauen. Ich könnte aber auch da ein paar Stromleitungen hinsetzen. Das funktioniert ja. In der Etage brauche ich gar keine was. Naja, toll. Das brauche ich da ja gar nicht. Das muss ich nur in die Etage hier bauen. Obwohl eigentlich auch nicht. Die zweite Etage hier, die Versorgungsdings ist, dann funktioniert das so oder so. Wasser liegt noch nicht, das ist ja auch nicht so wichtig erstmal. Aber wir können die ersten. Ich habe mich verplant, egal. Kann man da zumindest irgendwie was Dekomäßiges hinmachen? Machen wir so erstmal Tapete hin, da wo sie fertig sind. Und dann hier so. Da muss auf jeden Fall Wasser hin. Also die Schächte wieder nach da, der Schacht nach da. Jo, so würde ich es mal behaupten, zumindest. Und dann gucken wir mal. Eins, zwei. Hier passt es genau. Halt wegen den Schächten. Dann würde ich mal sagen, legen wir. So weit nicht, eigentlich nicht, aber egal. Wasser legen wir auch mal. Wir brauchen noch den Wasserkasten natürlich jetzt dadurch, der da reinkommt. So, und dann könnten wir. Die wollen Gas haben. Und könnten einen Klempner gebrauchen. Und ich brauche. Och nee. Ja, das ist dann gut geregelt. Moment. Dann brauche ich die ja doch nicht. Oh, das war tick zu weit abgerissen, wie so meistens. Dann muss die Leitung doch von einer Seite kommen.
Ist ja doch nicht so wild. Machen wir einfach locker, locker. Also zack. Dann könnten wir, nämlich weil die wollen Müll haben. Wir lassen die aber ein bisschen später einziehen. Obwohl das Wasser jetzt mir ein bisschen Geld rauben könnte. Deswegen lassen wir die einziehen. Und wir haben normalerweise Geld genügend, um erstmal den dahin zu setzen. So, wenn du den da fertig kriegst, dann kriegen wir Geld. Nicht ganz, aber immerhin ein bisschen. Ja, wir lassen die nächsten Leute noch einziehen. Und damit haben wir kein Geld mehr. Naja, nicht so schlimm. Wir können zumindest weiter planen. Da hinten ist ein Stück frei, was ich eigentlich zu spät gebaut habe. Das ist. Naja. Mit 6 Wohnungen sind wir im Wasser auch schon zu eng. Das heißt, ich muss ja fast schon den nächsten Wasserkasten bauen. So. Jetzt haben wir 11 Wohnungen hätten wir. Kann ich jetzt was? Ich kann die nicht auswählen. Mittelgroße Büros und Einzelhandelwüste. Ich kann auch gar keine Läden bauen. Dafür brauche ich 2 Sterne. Mittlere Cafés bei 3 Sternen. Ja, die werden irgendwann werden die natürlich ausziehen, hier diese Reihe. Weil da halt hier vorne zumindest, hier, sagen wir vierstöckig, Läden und Restaurants reinkommen. Hier vorne die Läden und hier die Restaurants. Das ist eigentlich, wie es eigentlich gut geplant wäre von mir jetzt. Was, jetzt bauen die erst den Keller aus. Leute! Kann echt nicht wahr sein mit euch. Könnt natürlich auch einen Kreditkart aufnehmen, ne? Nehmen wir den Kredit hier auf. Dann kann ich die zumindest. Moment. Ne, ne. Ziehen erstmal, lassen erstmal die normalen Leute einziehen. Da oben liegt auch Wasser, ne? Ne, da liegt auch gar nichts. Kommt Strom noch rein. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Bei 6. Einen kann ich noch unbedenklich. Mit das Strom passt auch noch. Also wenn ich jetzt hier, wenn wir damit fertig wären, so langsamer. Ich müsste jetzt noch einen nächsten Stromkasten halt bauen. Wasserkasten bauen. Den machen wir aber erst später auf jeden Fall. Ich kann es aber gut machen hier, ne? 1000! Jawohl, wir haben wieder Geld bekommen. Das ist schön. Ja. Baut erstmal wie geilen Strom. Oh, wir sind zu hoch mit dem Strom. Das heißt, ich muss auch nächsten Stromkasten bauen. Ich habe schon 4 Stromkästen. Und weil wir meistens nicht so sind, bauen wir auch direkt mal den nächsten Wasserkasten. Da kann ich ihn noch einziehen lassen. So. Okay. Wie es weitergeht. Mit diesem Gebäude sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.